Hallo, ich bin die Natalie aus dem Implementation-Team und ich zeige euch heute den Retourenprozess. Dann starten wir auch schon in die Oberfläche. So, im heutigen Retourenprozess, den ich euch zeigen möchte, gibt es verschiedene Wege, wie ihr das starten könnt. Zum einen aus dem Kundenauftrag heraus direkt eine Retoure anlegen oder aber aus dem Lieferschein der Rechnung, je nachdem, was der Kunde euch meldet. Ich würde euch jetzt den Weg aus dem Kundenauftrag zeigen, funktioniert aber genauso aus dem Lieferschein oder aus der Rechnung. Ich habe jetzt hier einen Kundenauftrag von dem Stefan Zimmermann, für den ich eine Retoure anlegen möchte. Dann kann ich hier über das Aktionsfeld zur Retoure weiterführen, lande hier in der nächsten Maske, wo er mich fragt, welche Menge wird retourniert und was ist der Grund für die Retoure? Die Retourengründe können separat gepflegt werden. Hier jetzt an der Stelle möchte ich auswählen eben 14 Tage Rückgaberecht und klicke hier auf Retoure erzeugen. Lande jetzt hier in meinem direkten Retourenbeleg. Er hat alle Informationen übernommen aus dem Auftrag, also ich sehe hier nochmal meine Auftragsnummer. Die Lieferscheinnummer, mit dem es ursprünglich geliefert wurde. Habe hier im unteren Bereich eben nochmal die Kundeninformationen. Hier als abweichende Lieferadresse, es soll ja nachher zu uns geschickt werden, würde unsere Firmeninformation stehen, also unsere Musterfirma. Ich könnte diese aber hier an der Stelle auch nochmal ändern, wenn ich es beispielsweise zu einem Fulfiller liefern lassen möchte oder an eine andere Adresse, eine Lageradresse sozusagen, könnte ich die hier über Lieferadresse auch entsprechend ändern. Kann sie quasi auswählen aus allen Lieferadressen oder aber auch manuell eingeben. Standardmäßig wird eben die Firmenadresse gezogen. Im Bereich der Positionen sehe ich das Fahrrad, das ich vorher ausgewählt hatte, was zurückgeliefert werden soll. Hier eben mit einer Menge 1, könnte jetzt hier an der Stelle auch nochmal den Retourengrund ändern. Das wird jetzt erstmal übernommen. In der Vorschau sehe ich dann, wie mein Retourenbeleg aussieht, was ich dann nachher auch an meinen Kunden schicken kann, damit er damit entsprechend die Retoure zurückschicken kann. Das heißt, hier an der Stelle ist der Prozess so, der Kunde meldet sich vorab und sagt, er möchte etwas retournieren. Wir stellen eine Retoure aus dem Auftrag heraus, schicken ihm diese Retoure zu, entsprechend mit der Paketmarke. Und damit kann er das Paket zu uns zurückschicken. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal die Retoure freigegeben, habe eine Retournummer bekommen, könnte jetzt hier über Paketmarke mein Paketlabel drucken, um das Ganze auch entsprechend dem Dokument anzuhängen. Ich habe jetzt hier kein DHL direkt angebunden, daher kann ich es jetzt nicht ausdrucken, aber an der Stelle einfach Paketmarke drucken, dadurch kann es in den Dateien ergänzt werden und könnte jetzt hergehen über Retoure abschicken, den Retourenbeleg direkt an meinen Endkunden schicken, damit er uns die Ware zurückschicken kann. Jetzt sind wir im Prozess so, dass der Beleg ist jetzt schreibgeschützt, das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die Ware kommt an vom Kunden zurück. Wir können dann in der Wareneingang-Paketannahme starten oder aber wir rufen uns den Retourenbeleg auf und gehen hier über Wareneingang-Beleg erstellen und einlagern. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt hier Wareneingangsbeleg einlagern klicke, wird automatisch die Maske vom Wareneingangsprozess aufgerufen und ich kann hier auswählen, auf welchen Lagerplatz das Ganze eingelagert werden soll. Der Artikel ist jetzt eingelagert. Ich kann mir es auch hier nochmal im Protokoll anschauen. Das Etikett an der Stelle brauche ich jetzt nicht, das habe ich vergessen abzuwählen. Das heißt, hier, wenn ich nochmal ins Protokoll gehe, sehe ich eben auch ein Stück war angekündigt, ein Stück ist eingegangen. Ich habe ein Stück von dem Fahrrad jetzt am Lager. Jetzt möchte ich ja die Retoure entsprechend gut schreiben oder vielleicht eine kostenlose Ersatzlieferung machen. Hier in dem Fall möchte ich sie gut schreiben, weil der 14 Tage Rückgaberecht verwendet hat. Das heißt, ich gehe auf Gutschrift erstellen und kann jetzt hieraus direkt
eine Gutschrift anlegen. Er übernimmt die Informationen aus der ursprünglichen Rechnung. Das heißt, ich habe hier auch den Bezug zu meiner ursprünglichen Rechnung. Sehe auch hier wieder mein Fahrrad mit 1500 Euro und könnte den Beleg entsprechend freigeben und an den Kunden verschicken. Die andere Möglichkeit, eine Retoure anzulegen und zu vereinnahmen, ist über den Wareneingang direkt. Das heißt, ich gehe jetzt hier auch wieder über den Kundenauftrag und führe den zu einer Retoure weiter. Hätte damit wieder eine angekündigte Retoure. Hier mein Schraubenzieher von einem Stück. Würde ich mit Retourengrund 14 Tage Rückgaberecht anlegen und den Beleg wieder entsprechend freigeben und an den Kunden schicken. Anders als zum vorherig gezeigten Prozess würde ich jetzt hier nicht über die Retoure den Wareneingang erzeugen, sondern ich würde über den Wareneingang direkt gehen. Das heißt, ich hätte jetzt hier eben die Möglichkeit, die Ware würde im Wareneingang ankommen beim Logistikmitarbeiter. Der würde über dieses Retourendokument die Belegnummer abscannen, hier oben rechts in das Scanfeld den Beleg erfassen. Und lande hiermit somit direkt wieder in der Wareneingangsmaske. Kann hier meinen Standardlagerplatz auswählen für diesen Artikel oder beziehungsweise wo ich diesen Artikel einlagern möchte. Könnte jetzt auch ein direkter Retourenlagerplatz sein, weil ich die Ware noch kontrollieren möchte und sage hier Artikel einlagern. Wenn ich jetzt wieder in die Retoure zurückgehe, also ich hätte jetzt sozusagen die Retoure erfasst. Das heißt, ich kann jetzt hier über Lagerretoure in meinen Retourenbeleg reingehen. Also das Paket würde jetzt sozusagen weitergehen an den Mitarbeiter, der sich um die Retouren kümmert. Und der kann jetzt entscheiden, was passiert als nächstes damit. Man sieht jetzt hier, Wareneingangsbeleg ist erstellt, wie wir es vorher auch quasi direkt aus dem Beleg rausgemacht haben, sind wir jetzt den Weg über den Wareneingang gegangen. Und jetzt können der Mitarbeiter aus der Retoure, der das bearbeitet, entscheiden, was als nächstes passiert. Hier jetzt in dem Fall würde ich das Beispiel der kostenlosen Ersatzlieferung aufzeigen. Das heißt, ich kann jetzt hierher gehen und sagen, ich möchte eine kostenlose Ersatzlieferung anlegen. Dann passiert Folgendes, es wird ein neuer Kundenauftrag angelegt auf den Endkunden mit dem Artikel, jedoch mit Preis 0. Das heißt, es ist, wie der Name schon sagt, eine kostenlose Ersatzlieferung und somit kann ich den Beleg freigeben und wieder entsprechend meines Standard-Logistikprozesses die Ware erneut an den Kunden verschicken. Hierfür wird jetzt keine Rechnung erstellt, weil es eben eine 0-Euro-Position ist, weil es eine kostenlose Ersatzlieferung ist. Das heißt, wenn ich es eben jetzt weiterführe zum Versandzentrum und die Ware verschicken möchte, dann wird nur ein Lieferschein erstellt, aber keine Rechnung. Das zum Thema der Retouren im Wareneingangsprozess. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Und das war's zum Thema der Retouren für heute. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.